Ihr merkt schon, diese Woche geht es um Grillgerichte. Ich ja, musste diese Woche die Rezepte dafür fertig bekommen. Deswegen futtern wir so viel. Aber ist ja auch immer lecker. Hallöchen, willkommen zum neuen Food Diary, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Es tut mir übrigens leid, dass ihr mich momentan gar nicht vor der Kamera seht. Ich schaffe es im Moment echt überhaupt nicht mehr, hier den Vorspann zu drehen. Es kamen auch schon einige in Anführungszeichen Beschwerden. Seid mir bitte nicht böse. Ganz bald bin ich hier wieder am Start. Ansonsten seht ihr meine Fratze ganz oft auf Instagram, wenn ihr mögt. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Food Diary. Hallihallo, willkommen zum neuen Food Diary, ihr Lieben. Ich frühstücke jetzt Montagmorgen. Es gibt griechischen Joghurt mit Low-Carb-Kokosnussmüsli, Blaubeeren, zuckerfreien weißen Schokotrops und weißem Mandelmus. So, es wird jetzt keinen Schönheitspreis mehr gewinnen, muss es aber auch nicht. Das sind Reste von gestern. Ich hatte uns gestern zum Abendessen meinen leckeren Thunfischsalat gemacht mit Schafskäse, hatte mir etwas vom Low Carb Röstzwiebelbaguette aufgetaut. Da ist also auch noch was über. Und ja, das lasse ich mir jetzt in meiner Mittagspause schmecken. Hallöchen, so einmal Abendessen für mich. Das ist eigentlich eher so eine Frühstückssache. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich habe diese Kombi unfassbar gerne früher so am Wochenende zum Frühstück gegessen. Jetzt hatte ich das aber noch im Kühlschrank und hatte da so Bock drauf. Das heißt, für mich gibt es Rührei mit frischer Petersilie, körnigen Frischkäse mit Chili ohne Kerne und Räucherlachs und dazu noch eine Scheibe Low-Carb-Eiweißbrot. Also wenn das nicht mal eine Ladung Eiweiß ist, dann weiß ich es auch nicht. Und für den Hasen gibt es was Ähnliches. Wir haben hier einmal Ofenbrot, nee, was erzähle ich denn? Brot aus der Pfanne mit Käse überbacken und eine große Portion Rührei mit Schinken und ebenfalls gehackter Petersilie. Guten Morgen! Ihr merkt, ich bin echt süchtig nach dem Mandelmus. Ja, es gibt 250 Gramm griechischen Joghurt mit einer Kiwi getoppt, Low Carb Schokogranola, ein paar geröstete Kokoschips, Schups. Und ja, genau, das Mandelmus. Da sind sie wieder, die Würstchen. Ich mache jetzt meine Mittagspause schnell und futtere zwei Landjäger. So, ich war gerade flott einkaufen in meiner Mittagspause und ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich habe mir hier vier von diesen kleinen High-Protein-Double-Choc-Ice-Cream-Becherchen mitgenommen. So sieht das aus, das kennt ihr ja bestimmt. Ist nicht so ganz low-carb, aber halb. Also ich glaube, pro Portion hat es 20 Gramm Kohlenhydrate. Geht mal so als kleiner Snack und ich freue mich da jetzt drauf. Das Wetter ist schön und ein Eis dazu herrlich. So, für mich gibt es jetzt einen kleinen Snack, so einen kleinen Protein-Bite in der Sorte Kokosnuss. Hallihallo, ein neues Fix-ohne-Fix-Rezept ist in der Mache und zwar Jäger-Sahneschnitzel mit Pilzrahmsoße aus dem Ofen. Die Soße steht gerade auf dem Herd, die kommt jetzt hier gleich drüber. Ein bisschen ist drüber und so geht das jetzt für, ich würde mal sagen, 30 Minuten in den Ofen und nix. Genau, ihr sitzt dann gleich, wenn es fertig ist. So sieht das jetzt fertig aus. Fotos sind auch im Kasten. Ich stelle das jetzt nochmal eben in den Ofen. Ist auf jeden Fall lecker geworden. Und auf dem Herd kochen jetzt noch ein paar grüne Böhnchen. Und damit werden wir das dann gleich verfuttern. Hier nochmal angerichtet mit den Böhnchen. Jetzt gibt es für mich englisches Weingummi. Das war natürlich für den Katervater. Für mich gibt es eine Grapefruit. Die andere Hälfte liegt nur irgendwo rum. Guten Morgen! Ich wollte, aber ich konnte gestern nicht an diesen Erdbeeren vorbeigehen, auch wenn es überhaupt noch nicht die Erdbeersaison ist. Aber die standen da einfach so präsent im Supermarkt, die machen das wirklich gemein. Und dann habe ich mir eine Schale Erdbeeren mitgenommen. Heute Morgen gibt es da eine ziemlich große Portion, einfach nur mit griechischem Joghurt. Ich finde das so, so lecker, ohne sonst irgendwas drauf. Und jetzt freue ich mich auf mein Frühstück. Hallihallo, ich mache jetzt Mittagspause und es gibt für mich zwei Scheiben Low-Carb-Brot. Links mit der vegetarischen Mühlensalami oder ist sie sogar vegan, ich weiß es gar nicht, mit Pfeffer. Und rechts, das ist ein leckerer Kümmelkäse. Ich mag ja Kümmel voll gerne, gerade in Verbindung mit Käse finde ich das sehr, sehr lecker. So, das gibt es heute zum Abendessen vegetarisch und zwar leckere Gemüsespieße vom Grill mit einem schönen Sößchen und da haben wir drauf Pilze, Ananas, rote Zwiebeln, Paprika, Zucchini, das habe ich vorher schön mariniert und die sind richtig toll geworden, da freue ich mich jetzt drauf. Happy Donnerstag
Frühstück. Zum Frühstück gibt es heute griechischen Joghurt mit zuckerfreien Schokodrops und ich habe noch so viel Obst über, deswegen noch schön frische Ananas und Erdbeeren on top und ein paar Walnüsse. Hallöchen, Dip-Donnerstag-Rezept in der Mache. Da gibt es ja auch öfter mal ein Salatdressing und ihr hattet euch noch mehr Salatdressing-Rezepte gewünscht, gesagt, getan. Ich habe jetzt hier ein ganz klassisches Joghurtdressing gemacht mit Zitrone. Ganz klassisch, so wie man es kennt, ratzfatz auch selbst gemacht. Ich werde euch das Rezept dann, weil ja heute Donnerstag ist, auf jeden Fall heute Abend auf Instagram online stellen. So, das gibt's alles zum Mittagessen. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Also ich esse hier so 2 Scheiben Low-Carb-Brot mit einem leckeren Aufstrich und den Rest schneide ich jetzt klein und friere das ein. Und das wird jetzt verfuttert. Für mich gibt es jetzt noch als Nachmittagssnack den letzten Rest von der Ananas von gestern. So, ich sag mal willkommen zum Abendessen. Wir futtern uns hier so durch. Ich zeige euch mal eben schnell, was es heute gibt. Und zwar einmal Salat, da hatte ich ja das Dressing schon gemacht. Dann habe ich uns hier einmal Champignons angebraten mit etwas von dem Knoblauchgrundstock. Hier noch ein Rest Dressing. Dann habe ich uns hier Dönerfleisch in der Pfanne gemacht. Und dann gibt es noch Burrata mit Tomate. Happy Freitag, du schönster Tag in der Woche. Hier gibt es jetzt Magerquark, den habe ich mit ein bisschen Milch glatt gerührt. Und obendrauf seht ihr noch die restlichen Erdbeeren, die irgendwie nicht fokussiert werden möchten, mit weißem Mandelmus. Kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen mit dem fehlenden Autofokus, also hier. So, hello, dasselbe wie vor, frag mich nicht, 2-3 Tagen. Es gibt wieder 2 Scheiben Low-Carb-Brot mit der Mühlensalami, Fake-Salami und dem Kümmelkäse. Hallo Glenn, hast du auch gerade Mittag gegessen? Ui! Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Kater auf Brotkasten. So, ich gönne mir jetzt ein kaltes Käffchen zum Nachmittag. So, fertig ist das Abendessen. Es ist wieder ein Fix-ohne-Fix-Rezept für nächsten Freitag und zwar die Spitzkohl-Möhrenpfanne oder so heißt die, glaube ich. Ja, tatsächlich gibt es sowas auch in Tütchen und ja, ich habe die hier nachgemacht. Ist richtig lecker geworden, schön cremig. Ich mache ja auch sowieso immer viel mit Hackfleisch und Kohl. Aber das hier ist mal ein bisschen anders, weil ich habe mich natürlich orientiert an dem, was in der Tüte ist. Auf jeden Fall richtig lecker und ja, da freuen wir uns jetzt drauf. Was soll ich auch anderes sagen? Guten Morgen, es ist Samstag, heute steht noch einiges an. Es ist noch recht früh, irgendwas mit 7 Uhr schießt mich tot. Und es gibt ein High-Protein-Schokoladenpudding mit einer Kiwi, ein paar gerösteten Kokoschips, einem kleinen Klecks Erdnussmus, das neigt sich so langsam dem Ende zu, und etwas zuckerfreier Karamellsirup obendrauf. Hallo, ich bin jetzt als kleinen Mittagssnack ein Peanut Butter Riegel am Futtern. Hello, ich habe mir gerade ein kleines Salätchen gemacht mit Blaubeerbalsam, Feigensenfdressing und das snacke ich jetzt noch so zwischendurch. So, ich war gerade eine Runde mit den Katern im Garten, schön im Sönnchen und jetzt gönne ich mir hier ein High-Protein-Double-Choc-Eis. Lecker, lecker, lecker. Hello, Fußball im Hintergrund. Das gibt's heute zum Abendessen. Es ist gerade fotografiert worden. Wir essen nicht vom Boden. Ein nochmal neues Rezept für die Zeitschrift Einfach Hausgemacht. Eine leckere Grillpfanne mit Gemüse und Hähnchen. Ihr merkt schon, diese Woche geht's um Grillgerichte. Ich musste diese Woche die Rezepte dafür fertig bekommen. Deswegen futtern wir so viel. Aber ist ja auch immer lecker. Und das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Schön mit Gemüse, leckere Marinade. Hallihallo, happy Sonntag. Normal filme ich ja sonntags immer nicht mehr, weil ich dann immer mit dem Video beschäftigt bin, mit der Schneiderei. Bin ich auch gerade. Aber ich wollte euch mal eben eine Empfehlung geben. Die ist nicht von mir, sondern von irgendwem von euch. Vielen Dank dafür. Schmeckt wirklich großartig. Und zwar ist es das High-Protein-Schokopudding mit Magerquark zu mischen. Also halbe Packung Magerquark, halbe Packung von dem High-Protein-Pudding. Und das wird eine richtig, richtig, wie soll man das beschreiben? Fluffige, cremige Angelegenheit. Schmeckt toll. Ich habe es heute dann getoppt mit Kiwi, weißem Mandelmus und Low-Carb-Müsli.
So, ihr Lieben, das war's jetzt. Den Tipp wollte ich doch noch an euch weitergeben. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Hat mich riesig gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Bleibt gesund und munter und bis spätestens nächste Woche. Tschüss!